So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Battlefield 3 live und heute. Ja, lang ist es her, Leute. Lang ist es her. Mit Chimpanse, ja? Chimpanse ist dabei. Wir haben es endlich nach, keine Ahnung, ich glaube 3 Monate sind es jetzt, es wieder geschafft, zusammen ein Video aufzunehmen. Und wir werden die nächsten Tage und Wochen natürlich auch noch versuchen, die ein oder andere Folge Sag Stopp aufzunehmen. Dazu ist es heute leider nicht gekommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bleibt dran und ja, tschüss, viel Spaß. Ja, also du hast gerade die Frage in den Raum gestellt, warum kamen so lange keine Videos mehr von uns? Und eigentlich wollten wir gerade Sag Stopp aufnehmen. Und dann ist Chimpanse, der Frühspritzer, ist einfach so auf den Server gegangen. Darf man Frühspritzer bei dir sagen in den Videos? Ist das ein cooles Wort so? Frühspritzer ist irgendwie so ein bisschen low, muss ich sagen. Aber voll. Es tut mir auch voll furchtbar leid irgendwie. So, ich habe mich jetzt an deine Vorgabe gehalten. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe mich an deine Vorgabe gehalten und habe hier nicht... Da ist er. Hab ich dich nicht gekriegt. So, also jetzt mal Klartext. Warum kamen so lange keine Videos das von uns beiden? Das ist eine echt gute Frage. Ich habe da ehrlich gesagt auch keine echte Antwort drauf. Ich auch nicht. Das war ja wirklich sehr... Lang, ne? Wir haben jetzt... Wann war das letzte Video? Muss man mal nachgucken. 3 Monate? 4 Monate? Ey, so lange ist es jetzt auch nicht her, oder? Doch, locker, Mann. Meinst du? Also ich... Ja, ich meine, du hattest dein Zeug zu tun, ich hatte mein Zeug zu tun und wir hatten es halt immer zu den Uhrzeiten zu tun, wo der andere sein Zeug zu tun hatte, wenn das jetzt gut erklärt war. Und das Ding, also ich verstehe es hundertprozentig, vor allen Dingen, das Ding ist ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal verabredet, so im Sinne von, ja. Hey, lass uns das und das und das machen. Und es, ey, ungelogen, ohne dass wir jetzt hier Scheiße erzählen, dann schreibt der Equal mich an, zu einer Uhrzeit, wo ich dann so denke, Alter, ich hätte jetzt 5 Stunden davor habe ich Zeit gehabt, ja, aber genau jetzt geht's gerade nicht. Aua, Mann, das Spawn, Saiger, boah, immer diese Low Battlefield 3 Noobs. Ja, okay. Alles klar. Ein bisschen Slay muss aber auch dabei sein, Mann. Richtig, sonst wäre das ja kein Equal-Video, ne? Wir ja, ich lustig. Spawn und dann holt mich irgend so ein Level 40 Typ hier von der Seite mit Saiger. Ah, ja, klar. Ich verstehe. Ja, komm, lass sie. Komm, wir nehmen den auseinander. Ja. Der kann doch nichts. Double Kill, kein Problem. Jetzt hier erstmal professionell unter die Brücke gehen, damit die auf der Brücke nicht mehr spawnen und dann holen wir uns die. Alter, ey. Oh Gott, es sind zu viele. Ach, nee, sag bloß. Ah, oh, genau. Ich hab mich nachgeladen! Ja, oh, super. Er ist low. Oh, war der low. Oh, warte. Ja, warte, Jimmy, ich komm nicht retzen. Wenn zu spät. Musst du früher ansagen. Musst du wie sagen, zu spät? Wait Warum's for it, Chimpanse. Ja, wait there for is somebody it. Coming for your, the retzing. Du siehst es doch. Ich seh gar nichts. I'm throwing the grenade for you fuckers. Sobald ich das beurteilen kann, gab es zwischen uns eigentlich zu keiner Zeit so einen richtigen Beef. Außer, dass wir uns zwischendurch auch mal so ein bisschen gefetzt haben. Oder? Doch, ich habe halt Jimmy immer geflammt, dass er low ist in dem Game und so weiter. Und das machen wir doch auch. Jedes Mal, weißt du, jedes Mal, wenn ich... Naja, bei meinen Livestreams, der Punkt ist, du nimmst es jetzt als Spaß auf, aber ich meine es halt richtig so. Du meinst das brutal ernst, ich weiß. Dass du halt übertrieben slow bist in dem Game, weißt du. Du bist so wie jemand, wie der da, der sich unter diesem, der sich unter diesem LKW wiederliegt. Nein, Spaß beiseite. Oh Mann, guck, das meine ich, Leute, jetzt hat er das ernst genommen. Ich nehme das nicht ernst, Digga, es ist alles cool. Nein, eigentlich wollte ich ernst darüber sprechen mit dir, aber das scheint ja nicht möglich zu sein. Nein, ich habe halt die, okay. Wenn wir im Livestream sind, sage ich natürlich auch ab und zu, oh, den hätte ich nicht messern sollen. Da hat der Equal wohl recht gehabt. Der feine Herr und so, oder? Ich kenne das. Ich höre da immer Sachen, mir werden immer Sachen zugetragen von dir, wie du mich in deinen Livestreams flames, ja, ne? Immer. Voll, also total flame, ja. Das ist auch völlig, völlig. Oh, verrückte Leute, die gerade kommen. Alter, fickt euch alle. Entschuldigung. Ja, aber ich und Jimmy, wir sind dicke, ne? Ja, wir sind so, ne? Ja, auch. Ja, egal. Ich wollte gerade darüber reden, wie wir in Berlin die Videodays unsicher gemacht hätten, wenn wir da hingegangen wären. Wenn wir da hingegangen wären, ne? Also ich sag mal so, die Videodays, ne? Die Veranstalter, die hätten uns sowas von... Alter, der ist an mir vorbeigelaufen. Wie dumm ist der? Nein! Da war wieder so ein Chimpanse! Level 21 liegt low in der Camper-Ecke. Ja? Also dieser Server, ne? Da hab ich ein Schmuckstück rausgesucht. Ich wollte es gerade sagen. Zum Beispiel so, jetzt kommt die Premium-Nate. Die Premium-Nate? Was denn? Die Premium-Nate. Hä, was ist denn dann falsch? Normalerweise sitzt die. Premium-Nate. Was denn? Entschuldigung, kannst du mir bitte einmal die Premium-Nate werfen? Soll ich dir mal erklären, wie die geht? Hier rettet mich mal, ne? Ich lieg daneben. Der ist Typ ist hochgelaufen, der ist... Ja, du hast ihn erwischt. Danke, nicht. Alles gut. An die Premium-Nate, komm mal her. Komm mal her. Oh, hallo Gegner. Er hat eine RPG. Komm jetzt. Scheiß auf... Komm jetzt.
Hier, Jim, oben, hier, die Premium-Map geht so, wenn du hier hinten spawnst und hier rumläufst, dann wirfst du hier über die Ecke des roten Containers da oben eine Nade drüber, dann fliegt die genau dahin, wo die Gegner ja von ihrem Spawn zu dir laufen. Durchfimmeln sozusagen, ne? Also safe, locker, easy, flockig kills. Hast du eigentlich schon in CSGO den Banana-Skin donated bekommen für die 5.7? Der würde voll zu dir passen. Das ist eine Waffe, die einfach, wo eine Banane drauf geklatscht ist. Geil. Richtig geil. Das ist mal geil. Soll ich dir den mal kaufen und schenken? Oh, das wäre so unnötig, weil ich... Weil du in CSGO, ihr seid ja dicke, ne? Ich sag's dir, CSGO und ich, na, das ist das nächste große Ding bei meinen Streams, sag ich dir. Das hab ich aber noch keinem verraten. Egal, wenn du das nächste Mal CSGO im Stream spielst, dann donate ich dir die. Boah, geil, fett Scheiß, Mann. Fetter Scheiß. Ja? Da freue ich mich total drauf. Boah, das wird so ein Panik-Video. So, ich würde sagen, da wir jetzt hier schon seit 13 Minuten diesen Scheiß aufnehmen. Nein, wir machen noch die Runde zu Ende. Was ja, hast du mal auf die Tickets geguckt, Digga? Ja, ich muss mal noch den ersten Platz snacken. Snack du mal den ersten Platz. Ja, der denkt, der Twi hat sich da einen zusammen, aber jetzt kommen wir hier daher geschossen. Ah, der hat mich mit seiner Premium-Nate erwischt, ey. Nee, ohne Witz, das ist schon 13 Minuten immer und mein Akku von der Facecam ist gleich leer. Ja, das ist natürlich kacke. Erster Platz wird nicht mehr, der ist gut, aber der war auch schon viel früher, der hat irgendwie schon 100 Tickets ohne mich gespielt. Ja, Mann. Lächerlich. Wer auch immer mich da gerade gerettet hat, ne? Ich hasse euch, ohne Scheiß. Oh Gott, was macht er denn da? Okay, alles klar, da ist keiner. Den kann ich mir nicht von hinten holen, aber jetzt hole ich ihn. Er legt sich mit seiner Shotgun. Also nächste Runde meinst du hier, sag Stoppi oder was? Sag Stoppi. Shit, Alter, jetzt kassiere ich aber am Ende noch ein bisschen was. Ich bin echt stolz auf meine Leistung. Ja, GG. Jetzt hier nochmal, okay, ich spawn nicht mehr. Lächerlicher. Die Gegner sind aber auch wirklich hier die feinsten. Boah, ich will es nicht beleidigend sagen jetzt. Oh mein Gott! Das sind nämlich die Gegner. Ich spawn und es fliegt ein Millimeter neben mir ein RPG an mir vorbei. Ich hab's gehört. So Leute, das war ein etwas längeres Video. Oh yeah! Oh, mit dem Schimpanse. Schön, dass du noch dran geblieben bist. Ja, gerne. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Like. Und wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Video. Schaut bei Schimpanse vorbei. Da gibt's krassen Shit. Bis morgen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.